Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wirst du erfahren, wie du dein Marketingbudget in diesem Jahr 2024 planen solltest. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. Bis dann. Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe den Nico Becker mitgebracht. Ich bin der Sahad. Wir wollen euch heute so ein bisschen was zum Thema Offline versus Online-Marketing erzählen. Und ich lege direkt mal los. Ich schaue mal so ein bisschen aufs Offline-Marketing. Ich muss aber auch gestehen, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil wir halt immer schauen, was war die letzten Jahre besonders erfolgreich. Ja? Also es geht mir besonders darum, was kriege ich am Ende für mein Geld? Lohnt es sich oder ist es einfach nur eine Brand-Kampagne? Ja? Und das muss man wirklich unterscheiden. Habe ich mit dem Ziel im Offline-Marketing, will ich da wirklich neue Kunden gewinnen? Oder geht es einfach darum, präsent zu sein und gesehen zu werden in der Stadt zum Beispiel? Und genau das ist es, wo ich ansetze. Fangen wir mal zum Beispiel an, die Firmenautos zu bekleben. Das ist für uns sozusagen ein Muss, ja? Ist nicht teuer und gehört halt einfach dazu. Deine Firmenwagen fahren durch die Stadt, ihr macht eure Aufträge hier und da und die Werbeplattform ist sozusagen der Weg zur Baustelle und zur Firma zurück. Das heißt, wenn irgendjemand zum Beispiel irgendwo einen Auftrag macht, dann sehen auch die Nachbarn, wer gerade den Auftrag macht und sehen das sozusagen. Das ist eine Art des Offline-Marketings, was wir natürlich empfehlen würden. Ja? Das heißt aber auch, hier ist der Aspekt wichtig, es ist relativ günstig. Das sind Beklebungen, die einmal stattfinden müssen und die halten locker 3-4 Jahre. Deswegen das Investment kommt rein und du wirst in der Stadt bekannter. Dann kommen wir da zu dem Thema eine Messe. Ja, eine Messe war früher, glaube ich, einer der wichtigsten Kontaktpunkte für Unternehmen, auch für Handwerker, für große Firmen immer noch. Hier ist natürlich wieder Preis-Leistung gefragt. Erstens, wie erfolgreich ist die Messe immer noch? Also es gibt ein paar Messen, die sind wirklich immer noch stark, aber ich würde mal sagen, 80% haben sehr, sehr, sehr stark, was die Besucheranzahl angeht, nachgelassen. Was aber nicht nachgelassen hat und sogar teurer geworden ist, sind die Messe, ich nenne mal die Kosten insgesamt. Sprich, du musst Mitarbeiter abstellen, einen kannst du nicht abstellen, mindestens 2-3 Stück müssen hin an dem Tag, die können in der Zeit keine Arbeit leisten. Der Stand selber ist teuer, du musst dich gewissermaßen darauf auch vorbereiten, du musst vielleicht auch noch extra Plakate bekleben lassen, was auch immer, einen Stand richtig aufstellen, branden. Und hier kommt man auch mal schnell, darf man nicht unterschätzen, zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Das können wir auch aus Erfahrung sagen, die da einfach entstehen. Und wenn man das einfach vergleicht in, sagen wir mal, eine Facebook-Kampagne, was mit 20.000 Euro erreicht werden kann, da kann ich dir garantieren, dass du darüber viel mehr Menschen siehst und auch darüber mehr Abschlüsse machen wirst. Deswegen würde ich persönlich die Messe zunächst nicht empfehlen, vor allem als kleiner Betrieb nicht. Das ist dann eher was für große Unternehmen, die vielleicht auch auf Partnerschaften hoffen. Da ist es wieder in Ordnung. Aber um den normalen B2C-Kunden zu erreichen, da würden wir es erstmal nicht empfehlen. Dann gibt es Sachen wie Sponsoring. Klar, jeder kleine Verein oder Fußballverein hat bestimmt schon mal bei dir angefragt. Das ist auch wieder so eine Sache. Hier geht es einfach nur um, wie nutzt man das? Also das Sponsoring an sich und dass jemand da wirklich dein Trikot auf dem Trikot sieht im Dorf, dass da auch direkt erkannt wird bei den kleinen Jungs, die rumlaufen, wer du bist und was du machst, das ist nicht sinnvoll, da können wir ehrlich sein. Aber natürlich ist das gute PR für dich selber. Wir selbst machen es ja zum Beispiel auch, kleine Betriebe hier, die wir unterstützen. Das ist dann aber auch wirklich ein bisschen Branding und auch, dass man sozusagen als Unternehmen für die Stadt was tut, etwas wiedergibt. Hier gibt es auch, wie du merkst, Vor- und Nachteile. Generell kann man machen, muss aber auch nicht. Und dann gibt es ja natürlich auch Radiowerbung, ganz klassisch. Ich habe dazu eine kleine Anekdote, weil ich vor kurzem auch ein Telefonat dazu geführt habe. Und hier müssen wir wieder den Kostenfaktor einfach einbeziehen. Radio wird immer noch sehr, sehr viel gehört, auch in der Handwerksbranche. Ja, das stimmt. Aber teilweise 12-Monats-Verträge und wie oft du da wirklich zu Zeiten, wo du einfach Glück haben musst, dass deine Zuhörerschaft da ist gerade oder dein Publikum, diese 20 Sekunden, die sind sehr, sehr unwahrscheinlich und die Kosten gehen nahezu bis zu 50.000 Euro
Also es ist wirklich über 12 Monate, da sind so der Kostenpunkt. Es gibt natürlich kleinere Sender. Kleinere Sender heißt auch unbeliebtere oder weniger gehörte Sender. Und dann gibt es die ganz, ganz großen, klar. Und dann geht es hoch von 20 bis zu 50.000 Euro. Und jetzt muss man wieder gucken, ist das verhältnismäßig gut zu anderen Sachen oder anderen Plattformen, die es gibt? Vielleicht auch online, dazu kommt gleich der Kollege Nico nochmal. Aber generell kann man hier einfach unterm Strich sagen, nein, es lohnt sich heutzutage nicht mehr. Und jetzt kommt wieder das Aber. Jetzt ist es wieder so, willst du, du machst schon genug Werbung und sagst, ich möchte das auch noch zusätzlich haben. Dann ist es eine reine ja, Meinungssache, will man dieses Werbebudget für die Brand sozusagen in Kauf nehmen. Außerdem darf man natürlich solche Art Werbung, es ist halt offline, sagen wir es mal, nicht unterschätzen, weil, ich sag mal so, man sagt zwar, Radio bleibt länger im Ohr, ja, das stimmt, aber es ist ziemlich schwer, einen Slogan zu finden oder auch eine Radiowerbung, weil du hast ja kein Bild, du musst dich komplett nur aufs Reden oder aufs Zuhören konzentrieren, diese Message rüberzubringen und deine komplette Dienstleistung in 20 Sekunden zu erklären, ist ziemlich schwer. Deswegen sind wir da keine Freunde mit. Ich habe vor kurzem mit einem Handwerksunternehmen telefoniert. Die haben knapp 45.000 Euro in Radiowerbung investiert und haben darüber genau 0 Bewerber erhalten, also wirklich 0. Und was du im Online-Marketing für 10% davon erreichst, ist immens. Also wir haben schon viele Kunden, die mit ja, 1.000, 2.000 Euro Werbebudget sogar deutlich weniger Mitarbeiter finden zum Beispiel. Deswegen würden wir das nicht empfehlen. Und dann zum Schluss natürlich die klassische Zeitungsanzeige. Und da muss ich vielleicht auch als Online-Marketer einfach sagen, schmeiß dein Geld nicht in die Mülltonne, das bringt dir nichts. Und das ist einfach Schnee von gestern, das muss man ganz offen sagen. Klar, es gibt auch Statistiken, dazu habe ich letztens einen Beitrag selber gehalten, wie viele Leute heutzutage Zeitungen lesen. Und hier ist es generell so, dass mehr ältere Menschen Zeitungen lesen. Und gerade wenn du in der Personalgewinnung da eine Stellenanzeige schaltest, es wird sich kein 18-, 19- oder 25-Jähriger heutzutage noch eine Zeitung wegen Stellengesuche aufschlagen und suchen. Das wird nicht passieren. Und auch hier wieder Preis-Leistung gesehen, absolut überteuert. Mit diesem Geld kannst du viel mehr im Online-Marketing erreichen. Und dazu kommt jetzt nochmal der Nico. Ja, vielen, vielen Dank für die Überleitung. Ich habe noch eine Sache quasi in Ergänzung. Der Kollege hat jetzt natürlich viel zum Thema Offline-Marketing gesagt. Aus meiner Erfahrung, was jetzt unsere Partner betrifft, ist es natürlich nie so, dass man das Thema Offline-Marketing auf null runterfährt. Weiß ich auch gar nicht, ob das zielführend ist. Aber ich will dir mal einen Tipp mitgeben, wie du Offline-Marketing-Kampagnen für dich vielleicht noch ein bisschen besser nutzen kannst. Also ich weiß, dass wir das so machen und auch viele unserer Kunden sehr erfolgreich. Du kannst nämlich, also ein Nachteil bei Offline-Marketing ist ja auch, dass es meistens zeitlich befristet ist. Also wenn du jetzt ein Plakat hast, hängt das von mir aus einen Monat. Wenn du eine Messe hast, dann läuft die eine Woche, ja. Mach von diesen Sachen, wenn du es machst, Aufnahmen. Mach Fotos, Videos von der Messe, wie auch immer. Das kannst du wiederum nutzen, um Online-Marketing-Werbung zu machen. Weil was Offline ziemlich gut macht oder was Offline-Werbung für einen ziemlich guten Effekt hat, ist einfach dieses Vertrauensthema. Wenn du irgendwo von mir aus an der Autobahn ein großes Plakat hast, dann ist das jetzt vielleicht kein guter Werbeplatz, wie der Kollege ja schon erklärt hat, aber es ist trotzdem eine Sache, wo der Nutzer irgendwie noch denkt, da scheint ja irgendwas dahinter zu sein. Und das kannst du einfach für dich nutzen, Bild davon machen und von mir aus in Social Media, Facebook, Instagram, als weiterhin Werbung zu benutzen. Dann kannst du viel, viel mehr aus so einer Aktion rausholen. Ich weiß bei uns zum Beispiel, dass wir heute immer noch mit einer Werbeanzeige schalten, wo es auch um eine Plakatwerbung ging, die aber, ich glaube, jetzt mittlerweile vor anderthalb Jahren irgendwann mal lief. Also die ist schon lange nicht mehr da, wo sie mal war. Aber wir haben das eben fotografiert, Videos aufgenommen, schalten damit Werbung, funktioniert wunderbar. Das einfach nur als Tipp zum Thema Offline-Marketing. So, wenn wir jetzt dazu kommen, also wie ich ja schon erwähnt hatte am Anfang vom Video, wie sollst du dein Budget jetzt aufteilen? Natürlich, hast du dir schon denken können, empfehlen wir, das meiste von deinem Geld in Online-Werbung reinzustecken. Online-Werbung heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass du bezahlte Werbung machst und dir dafür irgendwie Traffic einkaufst, also Facebook und Instagram. Das fängt für mich auch schon dabei an, einfach eine vernünftig gepflegte Website zu haben. So, schau, dass alle Leute, die zu dir kommen, ob das jetzt vom Offline-Weg ist, vom Online-Weg oder durch irgendeine Empfehlung, durch Weitersagen, Hörensagen, wie auch immer, schau, dass die Leute, die dich dort finden, einen vernünftigen Eindruck von dir bekommen. Ja, dass der erste Kontakt, den du halt eben nicht ein zweites Mal haben kannst, dass der einfach vernünftig schon mal rüberkommt. Online-Marketing heißt für mich aber auch, das Thema Google-Bewertung mal anzugehen. Ich finde es immer schwierig beim Kunden, und das erkläre ich auch unseren Kunden wiederum,
Ich finde es immer schwierig, irgendwo 40.000, 50.000 Euro für eine Terrassenüberdachung oder einen Wintergarten abzurufen, wenn niemand oder ich sag mal eine Handvoll Leute dich bei Google bewertet haben und dann vielleicht noch zwei schlecht, dann hast du irgendwie 3,8 im Schnitt. Da kann man nicht so viel erwarten, muss man einfach ganz fair und ehrlich sein, weil Leute auf sowas nochmal Wert legen. Dann kommen wir natürlich zum Hauptthema, sage ich jetzt mal, bezahlte Werbung für Traffic, Instagram, Facebook. Haben wir jetzt schon Dutzende Videos zu gemacht. Ich will das hier nur einmal noch mal ein bisschen gegenüberstellen dem Thema Offline-Marketing, weil wir es hier jetzt thematisiert hatten. Warum ist das dem so weit voraus? Also es ist jetzt nicht das Allheilmittel für alles, aber es gibt ja, ich glaube Henry Ford war es, der gesagt hat, dieses Zitat, 50% von meinen Marketingkosten sind für die Tonne, ich weiß nur leider nicht welche. So, sehr, sehr cooles Zitat, ist auch, kann man vielleicht sagen, sehr, sehr weise. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Zitat irgendwann aus den Anfangsjahren vom 19. Jahrhundert stammt. Vom 20. Jahrhundert so rum. Also irgendwann 1920, 1930, diesen Zeitraum meine ich. Und da war es natürlich so. Da konnte man noch nicht wirklich abschätzen, was bringt mir meine Werbung, welche Werbung bringt mir am meisten. Das ist aber heute ganz anders. So, ich kann dir nach einem Monat genau sagen, welches Bild für deine Dienstleistung am besten funktioniert. Weil Facebook mir die Informationen gibt, weil Instagram mir die Informationen gibt. Also ich muss es mir ja da nicht mehr so schwer machen, zum Beispiel mit einer Zeitungsannonce, irgendwie durch irgendwelche Umfragen rauszufinden, ob das jetzt gut oder schlecht war, ob sich das gerechnet hat oder nicht. Das muss ich nicht mehr. Ich habe dafür Möglichkeiten, wenn ich halt die Plattform wechsle. Und das ist schon mal so ein Riesenpunkt, wo ich sage, okay, man muss sich das Leben dann nicht mehr unnötig schwer machen. Plus, man kann halt genau bestimmen, wer meine Werbung sehen soll. Also wie der Kollege schon gesagt hat, wenn du jetzt Fußballwerbung machst zum Beispiel, du bist meinetwegen Sponsor bei irgendeinem Verein, egal welche Liga das jetzt erstmal ist oder welche Klasse, du kannst nie bestimmen, welche Menschen da Samstag und Sonntag über den Fußballplatz laufen. Du kannst natürlich mal Glück haben, dass da jemand dabei ist, der jetzt vielleicht demnächst mal Terrassen nachkaufen möchte für 30.000 Euro. Kannst du Glück haben, also sag nicht, dass das nicht funktioniert. Du kannst aber auch zu Facebook gehen und sagen, pass auf, du hast die Information als Plattform, dass in der Vergangenheit 100, 200, 300 Leute mal sowas gekauft haben oder sich zumindest dafür eingetragen haben, sowas zu kaufen. Such mir doch einfach mal 10 neue davon. So. Das ist ja mal ganz einfach umrissen, das, was Facebook dort tut. Und das sind einfach Vorteile, die darf ich nicht liegen lassen. Natürlich muss man dazu sagen, dass jetzt so die Einstiegsbarriere beim Thema Facebook, Instagram, die ist natürlich höher als bei einer Zeitung. So, gar keine Frage. Deswegen gibt es ja Agenturen für uns oder wie uns, die das jeden Tag machen, die auch genau erklären können, was wir da tun und das sogar für dich übernehmen. Das heißt, auch da musst du dir eigentlich keine Gedanken mehr dazu machen. Ich will noch eine Sache zum Thema Marketing bzw. Budgetplanung generell sagen, weil ich fände es jetzt nicht so seriös zu sagen, du musst 5% von deinem Budget in Marketing stecken. Unsere Auffassung ist immer zu sagen, wenn dein Marketing sich rechnet, dann solltest du so viel Geld da reinstecken wie möglich. Macht ja auch irgendwo Sinn. Wenn es sich nicht rechnet, solltest du dich auf jeden Fall an uns wenden, weil dann läuft dort irgendwas schief. Mir ist aber nochmal wichtig zu erwähnen, dass das Thema Marketing eigentlich für dich immer präsent sein sollte. Ich sehe es relativ häufig bei Leuten, die jetzt gerade bei uns Partner geworden sind, dass die vielleicht 3 Jahre lang kein Marketing gemacht haben, weil, und jetzt kommt die Handwerkeraussage, ich bin ja immer ausgelastet. So. Natürlich ist es besser, immer ausgelastet zu sein, als nicht ausgelastet zu sein, gar keine Frage. Und es spricht vielleicht auch zu einem gewissen Grad dafür, dass das, was man dort anbietet als Dienstleistung, bei der Zielgruppe ankommt. Aber ich bitte dich zumindest nur mal zu hinterfragen, okay, ist diese 100% Auslastung, die du vielleicht hast, auch genau die Auslastung, die du dir vorstellst? Weil gerade im Handwerk, bekomme ich zumindest bei unseren Partnern häufig mit, ist es so, dass 50% der Aufträge die sind, die ich mir vorstelle. Dann habe ich nochmal 25% Aufträge, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich die als Kunden jetzt unbedingt haben möchte. Und ich habe vielleicht nochmal 25% gar keine neuen Aufträge, sondern nur Auslastung durch Reklamationen, Reparaturen, Kleinstaufträge. Da muss man irgendwie, muss dann Rollladen irgendwie nachgezogen werden und das dauert am Ende fast so lange, wie vielleicht ein ganzes Terrassen darauf zu bauen, weil einfach die Reparatur da sein muss. Der Monteur ist trotzdem ausgelastet. Also frag dich einfach nur mal an dieser Stelle, okay, meine Leute sind zwar zu 100% ausgelastet, ist das aber genau mit den Aufträgen, die ich mir vorstelle, die mir wirklich Geld bringen, auf die ich Lust habe, oder ist das einfach nur Auslastung, die ich geschaffen habe, weil nichts anderes da war? Weil das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten sehe, Auslastung, die einfach da ist, damit das Team ausgelastet ist, aber du hast eben die Möglichkeit über Marketing, diese Auslastung zu füllen mit Aufträgen, die dir richtig Spaß und auch Geld bringen, weil das ist nun mal Spaß, soll jeder bei der Arbeit haben und Geld ist der Sauerstoff für dein Unternehmen. Das heißt, das ist wirklich mal eine Sache, wo ich hinterfragen würde, okay, selbst wenn ich jetzt nach meinem aktuellen Standpunkt gar keine Kapazität für einen Neukunden habe, ist das, was ich gerade an Kunden bearbeite, genau das, was ich auch an Kunden bearbeiten möchte. Andersrum genauso beim Thema Mitarbeiter. Wenn du sagst, okay, deine Mannschaft braucht jetzt gar keinen Zusatz, also keinen Ersatz, habe ich auch ganz häufig gehört von unseren Partnern, dann einfach mal die Frage zu stellen, okay, ist jeder meiner 8, meiner 10, meiner 15, meiner 20 Mitarbeiter genau die Person, die ich auch hier haben möchte?
Oder beschäftige ich vielleicht gerade ein, zwei Leute, wo ich eigentlich weiß, die machen vielleicht die Chemie ein bisschen kaputt, die sind vielleicht überbezahlt, die machen mir zu viele Fehler, die sind zu selten da, aber ich kann sie gerade nicht ersetzen. Ist das vielleicht eher die Situation, weil das ist auch so ein Punkt, wo du Marketing machen solltest, obwohl du vielleicht gerade in Vollbesetzung bist. Also das auf jeden Fall mal, würde ich zumindest empfehlen, ganz stark hinterfragen, weil Marketing macht in jedem Fall Sinn. Also selbst wenn du jetzt die Pipeline voll hast mit Neukundenaufträgen, die dir auch komplett taugen, dann kann man ja auch vielleicht versuchen, das gleiche Produkt oder den gleichen Aufwand, den gleichen Monteursaufwand mit einem höheren Auftrag in Verbindung zu bringen. Brauche ich dir nicht erzählen als Unternehmer, dann bleibt mehr Geld für dich hängen. Und das sind so Überlegungen, die man auf jeden Fall treffen sollte. Also Marketing sollte nach meiner Empfehlung nach auf jeden Fall jederzeit gemacht werden, aus diesen Gesichtspunkten. Und wenn dann, würde ich erstmal auf das gehen, wo du genau sehen kannst, was du zurückbekommst. Haben wir mehrere Videos zu gedreht, was da Social Media technisch am besten funktioniert. So, wenn du dann noch einen draufsetzen möchtest, kannst du dich natürlich auch in andere Bereiche begeben. Kannst deine Webseite von mir aus überarbeiten lassen, neu machen. Kannst dann auch Offline-Werbung machen. Wie gesagt, mit dem Tipp dazu, das Ganze auch für die Online-Werbung zu nutzen. Und dann kommst du aber auch vernünftig voran. Genau. Also so solltest du dein Marketing angehen für dieses Jahr. Wie gesagt, eine genaue Budgetaufteilung, das überlassen wir am Ende des Tages natürlich dir. Wenn es funktioniert, dann einfach so viel reinstecken wie möglich. Wie gesagt, macht, denke ich, Sinn. Und den Rest dann am besten so angehen, wie wir es hier besprochen haben. Genau, wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn irgendwas unklar sein sollte, hinterlass uns gerne Kommentare. Wir beantworten die gerne. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei den nächsten Videos und wir sehen uns dann wieder.